sehe, dass eine Gefahr für den Weltfrieden davon ausgehend, dass diese gewaltigen gesellschaftlichen Umbrüche, die wir erleben werden, die werden zu Ablenkungsmanövern führen. Wir werden Ablenkungskriege führen. Vielleicht auch die europäischen Staaten. Und wir haben ja auch den Respekt mittlerweile dramatisch verloren. Also wenn man sich überlegt, dass der Franzose aufgrund eines Giftgasverdachtes, der sich auch im Nachhinein, soweit ich weiß, nicht wirklich ernsthaft erhärtet hat, dass die Assad-Regierung da Giftgas eingesetzt hat. Und es gibt die ebenso glaubwürdige Variante, dass der IS, als er diese Stadt geräumt hat, da in Ghouta oder wo das war, dass die da diese Fässer hinterlassen haben und dass die dann getroffen worden oder entzündet worden sind oder wie auch immer es sei. Aufgrund eines solchen Verdachtes schließt der französische Präsident ja mal eben ganz kurz, dass man mal eben in Syrien irgendwas bombardiert. Also diese Respektlosigkeit, mit dem wir pausenlos das Völkerrecht brechen. Es ist ja ein Bruch des Völkerrechts. Es gibt keine Kriegserklärung von Frankreich an die syrische Regierung. Dass wir hingehen und ein Land wie Syrien in einen Truppenübungsplatz verwandeln, indem man mal eben so kleine persönliche Vergeltungsschläge macht. Und zwar nicht nur ein Knallkopf wie Donald Trump, sondern auch jemand wie Macron, der bei uns ein hohes Ansehen genießt. Das sind unvorstellbare Dinge, die da jetzt schon vor sich gehen. Und wenn ich mir vorstelle, Frankreich, ein Land, das durch die Digitalisierung viel brutaler getroffen wird als Deutschland, weil sie viel weniger konkurrenzfähige Industrie haben, weil sie nicht so einen starken Mittelstand haben, weil sie sehr, sehr viele Bereiche, riesige Verwaltungen, aufgeblähte Verwaltungen haben, wo sie die Leute nicht mehr brauchen und so. Dass ein solches Land sich sehr dankbar dafür ist, Ablenkungskriege führen zu können, das halte ich für eine reale Gefahr. Weil du gerade Völkerrecht ansprichst, Merkel meinte ja in Sachen, die Russen dürfen nicht mehr zu G7 kommen und zu G8 werden. Ja, weil die Völkerrecht sprechen. Genau, und dann dachte ich mir so, ja, also nach der Logik, dann dürften wir und Amerika auch nicht dabei. Ja, der Jugoslawienkrieg war ein Völkerrechtsbruch bekanntermaßen. Rammstein, ja, alles, also der Drohnenkrieg der Amerikaner. Alles, was da im Nahen Osten vor sich geht. Ich meine, ohne Kriegserklärung und irgendwas. Jeder kann da. Also nicht nur Russland, Amerika, Frankreich, Saudi-Arabien und was weiß ich was. Jeder kann da jemanden unterstützen, Bomben werfen, Israel und so weiter. Jeder darf. Wie kann man in einer solchen Welt noch irgendjemanden vorwerfen, dass er das Völkerrecht bricht? Wie können wir eigentlich Iran vorwerfen, eine Atombombe haben zu wollen, wenn ihr Nachbar Israel auch eine hat? Ohnehin ein bekanntes Problem, völlig klar. Aber wird in der Öffentlichkeit nicht besprochen? Nee. Ich weiß, es ist ein riesiges Problem.